Also, wie in jedem Jungle Game muss sich der Jungler jetzt Gedanken machen über das Jungle Matchup, über die Lane Matchups und wie er das Game spielen möchte, beziehungsweise welche Lane er impacten möchte, ne? Jungle Matchup ist komplett insane. Talia ist nur, also Talia hat ein Advantage pre-6. Aber nach 6, selbst wenn Talia ahead ist, kann die einfach straight up one-shotted werden. Toplane ist Shyvana gegen Tryndamere. Da wird, also Tryndamere outscaled Shyvana komplett. Midlane ist ein Assassin-Matchup, was super hart snowballt in beide Richtungen. Und Botlane ist Poke-Matchup gegen Ezreal und Pyke. Also die Botlane von Evelynn wird hier durchgehend reinpushen wahrscheinlich. Die Ward finde ich super schlecht übrigens, ne? Talia wird dich nie im Leben invaden und es wird auch kein. Also das ist nur für ein Level 2 Gank, deswegen könnte es maybe gut sein. Aber Talia Level 2 Gank ist halt auch PPG auf jeden Fall. Deswegen, ich würde die immer, wenn man eine Level 1 Ward setzen möchte, immer auf Buff oder Raptors irgendwie in den Enemy Jungle stellen. Aber wenn du Solo startest, würde. Okay, du startest nicht Solo. Timo, dass die Erfahrung kommt mit der Zeit und im Pro-Play. Im Pro-Play kannst du das auch einmal anschauen. So. Jetzt muss gleich direkt gepinkt werden, wo der Enemy Jungler ist. Aber das wissen wir, glaube ich, nicht zu 100%. Ich würde auch für W auf Level 2 gehen übrigens, ne? Aber das habe ich dir schon gesagt und du hast das schon angehört, aber das ist auch eigentlich egal. Und weil wir jetzt halt keine Deep Ward haben, hier würde ich Potion nehmen. Und Gromp hätte ich gesmited. Weil das wohl Wolfcamp einfach zu. Das smite ist gar nicht. Easy. Potion auf jeden Fall nehmen. Und weil die Ward halt nicht early geplaced wurde. In den Enemy Jungle weiß man, hat man jetzt halt gar keine Ahnung über Talia, ne? Weil beide Lanes late kamen, kann man nur mutmaßen, wo Talia ist. Muss smiten. Ich glaube, Red Buff smiten ist. Ich glaube, Red Buff Smite ist nicht gut. Ich glaube, man clearet schneller, wenn man Gromp smitet. Weil man den Gromp langsamer clearet als den Red Buff, weil man Red Buff schon drei Abilities hat und Gromp nur zwei. Man hat immer noch no clue, wo Talia ist. Man kann jetzt für Botcrap gehen, weil Bot Prio hat. Man wird jetzt gleich herausfinden, wo Talia ist. Da ist Talia. W drauf, nice. Gut, aber das wirst du nicht gewinnen, glaube ich. Ne? Gut, dein Team kommt. Easy. Enemy Jungler hat nicht respektiert, dass sie Prio hatte und ist einfach reingelaufen. Aber man muss hier actually auf Talon aufpassen. Hier die Krabbe smiten wäre besser gewesen, glaube ich, weil du wirst gleich zwei Stacks auflaufen beim Smite. Ah, oder? Wenn man nicht zwei Stacks aufläuft, ist fein. Ja, Smite wäre besser gewesen. Und vor allen Dingen, weil man nicht wusste, ob Talon moved. Das ist auch wichtig. So, jetzt sieht man Talia wieder oben.
Das hättest du pingen können. Das war ziemlich obvious, dass die Top gehen wird. Weil sie Topset gestartet hat, weil sie für die Botcrab gegangen ist. Die Crab möchtest du nach unten kiten. Okay, du willst die Toplaner backen hier, das ist gut, weil der Toplaner TP'd. Du musst auch TP'en. Ja, das ist gut, dass du ihn da backst, weil Talia da immer noch ganken hätte können. Jetzt kann die Shyvana das respekten. Maybe hätte man den diven können, aber Talia war around, also wäre das schon risky gewesen auf jeden Fall. Läuft extrem gut, wenn Mitte da einen Kill kriegt. Smite den Romp, das ist gut. Talia ist immer noch Topside. Du musst unbedingt hier pingen, wo der Enemy Jungler ist. Talia ist, wenn sie sich runterjungelt, auf Höhe Wölfen, würde ich sagen gerade. Und wenn sie für einen Toplane-Gank geht, dann wird sie halt gleich für einen Toplane-Gank gehen. Oh, hier Talia Botside jetzt wahrscheinlich. Musst du pingen. So, du wirst jetzt 6 damit. Ich glaube ganz close nicht, oder? Bin ich mir nicht sicher. Doch, oder? Doch, oder? Nee, ich glaube nicht. Botlane wird gefightet, du musst Botlane gucken. Was passiert Botlane? Was passiert Botlane? Du musst dahin moven. Auf die Map gucken, was passiert da? Oh. Das ist crucial auf jeden Fall. Hier hättest du auch für den Charme auf Pike gehen sollen direkt. Wegen dir ist Xerath gestorben, basically. Finde ich, können wir uns darauf einigen, auf jeden Fall. Drake sollte hier ziemlich free sein. Man muss gucken, ich weiß nicht, wie die Botwave steht. Du guckst auch gar nicht auf die Waves gerade, also. Ja, super risky, ne? Der ADC moved nicht, jetzt moved der ADC, ist gut. Wichtig, dass ein Team da moved, aber ja. War es jetzt der Call? Du musst da weg, du musst da weg. Hä? Den hast du doch kommen sehen, Bro. Okay, lass mich drüber nachdenken. Du hattest Midlane Prio. Du hattest da keine Prio mehr, weil Pike Mitte gegangen ist. Ich glaube. Ich glaube, in the end, werde Drake einfach nicht gut. Weil MF musste Bot auspushen. Diana hat Mitte keine Prio bekommen, weil Pike dahin gemoved ist. Das hätte halt auch klappen können, aber. Es klappt öfter nicht, als es klappt, würde ich sagen. Aber das ist ein schlechter Call. Aber hätte ich auch nicht direkt so gesehen. Aber da darfst du auf jeden Fall nicht im Try backporten, ne? Das ist super greedy einmal gewesen. Oh, hier musst du auf Toplane gucken, während du das clearst. Oh, Talan moved hier auch top. Also musst du doppelt aufpassen. Du könntest hier invaden gehen. Skip die Krabbe und invade. Die Talia auf den Raptors. Die kommen gleich auf die Raptors. Die hat Crux gemacht. Und geht gleich Raptors. Da hättest du sie töten können. Ja. Das wäre ein guter Spot gewesen, wo du sie töten hättest können. Und wenn du jetzt nicht den Greedy Backport Bot gemacht hättest. Dann wärst du sogar damit ult gewesen, dann wär die safe tot. Also du kannst es halt durchgehend die Talia terrorisieren eigentlich. Die kann nichts mehr machen so. Die kann kein 1v1 gewinnen. Aber es ist gut, dass du hier erstmal den Jungle nimmst, ne? Das ist auf jeden Fall wichtig.
Und du hättest Verhüllt spielen sollen. Verhüllt ist das nächste Objective, für was du hättest spielen sollen. Und du hast dich hier gerade nach unten gejungelt. Durch was kam das? Dadurch, dass du aus der Base Topside gegangen bist, ne? Ich weiß nicht, ob da die Botside-Camps schon ab waren. Das war nach dem Drachen, ne? Ich glaube sogar schon. Dann hättest du Bot-to-Top jungeln sollen. Malte, danke dir für den Subgift an Jenny. Kuss auf die Nuss, appreciate dich. Dankeschön. Sehr freundlich. So, jetzt spielst du für Harold. Das ist korrekt. Deine Top-Camps spawnen auch als nächstes Topside. Und deine Top-Camps, ja, ist klar, dass die Top spawnen. Da kannst du maybe Kill holen. Ja. Talia ist auf Harold gerade drauf. Kannst du hinmoven. Pike wird wahrscheinlich Botside moven. Not sure, ob ihr das 2v2 gewinnt. Also Talia machst du auf jeden Fall weg, aber Trinamere ist wahrscheinlich stark. Hättest du halt die Ult behalten, hättest du dafür ein Play gehen können. Aber da gleichzeitig hättest du halt auch Midwave annehmen müssen und... Talia ist ja irgendwo Topside, ne? Der Trinder wird weglaufen wollen. Ah, die wird schon gone sein. Wenn du da ein bisschen schneller, also wenn du das schneller siehst, dass Toplane gefightet wird, dann hast du den Trinder mehr da. Also das ist sowieso ein Problem, was mir jetzt aufgefallen ist. So, du guckst einmal nicht, also du siehst vielleicht Sachen auf der Minimap, aber du gehst dann nicht mit deiner Map hin, um zu gucken, wie die Sachen passieren. Botside hattest du das gar nicht auf dem Schirm, wo der Xerath gestorben ist. Nice one, schön. Und Topside hast du das auch nur auf der Minimap gesehen. Also das ist auf jeden Fall was, woran du arbeiten sollst. Solltest. Lol, nice aber. Und den könnt ihr auch noch easy töten. Gut, dass du die Wave da erst einpusht. Jetzt könnt ihr für Drake gehen, Tarn ist da. Ui, jetzt könnt ihr nicht mehr für Drake gehen. Schön. Jetzt könnt ihr wieder für Drake gehen, Talia Stop. Die Ward hättest du noch clearen können. Pike wird in Time eventuell da sein. Aber mal. Er ist halt schon fast. Also wenn Pike instant hierher rennt, hier da Vision haben, ne? Dann stirbst du ja gleich. Aber passiert nicht, ich guess. Oh, da war er, okay. Hat einmal länger gebraucht als gedacht, glaube ich. Was du das Game halt noch gar nicht gemacht hast, ist das Jungle Matchup zu abusen. Obwohl du halt so ein extrem gutes Jungle Matchup hast. Du hast nie probiert, die Talia in ihrem Jungle zu töten, was du halt locker schaffen kannst. Da kannst du jetzt rauflaufen. Ist gut, dass du ja also erstmal weggeblieben bist wegen der Pink Ward eventuell, die da jetzt nicht drin war, aber... Oh, schön. Pike ist da noch irgendwo. In dem nächsten Busch. Ja, gut. Ja,
Ich glaube, actually, du darfst ihn da nicht facechecken, den Pike, dann tötet ihr den. Wenn du den dann nicht facecheckst, also entweder channelt er halt den Backport und probiert wegzukommen, aber sobald du ihn mit dem Red Trinket spottest, sollten deine Mates da Fähigkeiten reinwerfen, also Xerath seine Q oder der W, womit der Backport interrupted wird. Und dann muss er zu dir rennen. Und du rennst ihm nicht hinterher, sondern er rennt in dich rein. Ich denke, dann kannst du ihn töten. So. Ah, sonst läuft hier alles gut auf jeden Fall gerade. Aber die Map Awareness, ne? Map Awareness ist so der Punkt, genau. Das ist das Wort, was das alles gut beschreibt. Die ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Bam, jetzt endlich mal abusen hier. Das ist komplett Troll gewesen. Aber das weißt du jetzt halt auch selber. Also es war nur nicht terrible executed, sondern der Grundgedanke war halt auch einfach extrem schlecht. Oh, du hast ja auch noch Major Stacks verloren. Also du hast Shutdown abgegeben, Flash gewastet und Major Stacks. Alter, der Tod hat ja so viel gekostet. Crazy, wie viel der Tod wert war von dir. Shutdown, Major Stacks und Flash. Krass, Digga, krass. Es war halt so viel Gold dann, ohne Moni. Und Ult, ja, Ult, das Ding ist, habe ich auch überlegt, das noch zu erwähnen. Aber ab dem Moment ist Moin. Ult so ein bisschen Servus. Whatever, Moin. Weil... Ja, nee. Also ja, ist schon auch was er droppt. Weil er wäre halt weiter auf der Map gewesen dann. Oh, jetzt gehst du das erste Mal rein in Talias Jungle, um sie da zu punishen. So, das hätte ich mir halt viel öfter gewünscht. Da eine Pink Ward zu droppen ist extrem gut. Weißt du, dass die Pink Ward da unter dir steht? Das ist gerade mega sneaky, ne? Da eine Pink Ward reinsetzen, ja. Die hättest du auch noch einen Tick besser setzen können. Alter, ist. Oh mein Gott, Junge, du bist so ein Geheimagent einfach gerade. Ist halt extrem risky und das kann halt alles klappen hier, aber ist halt auch super risky. Oh mein Gott. Und jetzt turn das so und du läufst durch die Pink Ward und wirst gespottet. Ne, keine Pink Ward actually. Doch, war Pink Ward irgendwo. Ja, wenn du da einfach weiter, also. Wow, so. Also, so wie du das Matchup spielst, sieht das halt actually fair für Talia aus. No hate, of course. Aber, also, das hast du auch mechanically einfach schlecht gespielt, ne? Gibt halt viele Wege, wie du da überlebst. Indem du einfach instant weguldest, indem du nach oben läufst, damit du nicht mehr wieder in die. Und du bist ja nach oben gelaufen, um die Q zu dodgen. Und dann wieder reingelaufen. Aber dann kannst du einfach weiter nach oben laufen. Und dann wegulten. Nach oben. Oder nach rechts. Aber auf gar keinen Fall nach unten. Beide Tode waren es auf jeden Fall somewhat wasted, muss man sagen. Bam. Hättest du da jetzt Ult gehabt, ne? Tot. Shit, Brigitte. Alter, so disgusting viel Damage machst du aber auch einfach. Ne?
Na ja, gut, den wirst du da, den brauchst du eigentlich gar nicht marken, ne? Ich glaube, es ist komplett nutzlos, dass du den da magst. Du gibst einmal ein bisschen deine Position frei. Na, ich denke, das Marken war schlecht. Also, ist halt klar, dass der rüber geht, wenn du ihn magst. Oh, das ist aber schnell. Ja. Aber ich denke auch, da kannst du halt actually danach reinlaufen, ne? Also, weil die Gegner haben ja, Talon und Pyke haben beide ihre Rotation danach raus gehabt. Nach dem Kill auf MF. Und dann bist du ja erstmal weggerannt. Aber die haben ja nichts mehr. Ab. Die haben halt noch Pyke-Ult so, aber du hast halt auch deine Ult. Im Notfall ultest du einmal weg. Aber da kannst du halt auch einen Kill kriegen. Disgusting, Alter. Holy moly. Okay. Was ich das Gefühl habe, dass dir auch noch so ein bisschen das Element von Evelynn fehlt. Oder das Knowledge so vom Matchup, weil also. Du stompst die halt nach Six einmal weg, die Talia eigentlich, ne? Du bist nicht einmal für einen Kill auf die Talia gegangen. Das war gut gespielt. Dass du den Charme auf Talon machst, aber stirbst leider trotzdem. Ey, das Game könnt ihr doch nicht mehr verlieren, oder? Weil haben wir actually jedes Game im Stream verloren bis jetzt? Natürlich schade so, aber ist halt doch gut. Ja, was ich sagen würde, die Punkte, die wichtig sind, ist, dass du die Map Awareness verbesserst. Die Map Awareness verbesserst und also du siehst die meisten Dinge auf der Minimap, aber du musst halt direkt mit deinem Bildschirm dahin gehen noch. Weil man kann als Jungler nicht nur von der Minimap arbeiten, so das ist unmöglich. Und dann musst du entweder noch mehr in das Element von Evelynn eintauchen. So, einfach mehr, das kommt durch mehr Evelynn spielen und mehr Evelynn Spielern zuschauen. Und eventuell fehlt dir halt auch einfach das Wissen über die Matchups. Das kann halt auch sein. Dass du einfach nicht weißt, dass du das machen kannst. Und das sind, denke ich mal, so die. Und ein wichtiger Punkt, genau. Ein wichtiger Punkt ist noch, dass du läufst halt einfach so ein bisschen auf der Map so rum, ne? Oh mein Gott, die Ezreal Ult war krank. Boah, ihr werdet halt auch gut weggesmurft gerade, ne? Und ihr habt halt einen Troll auf Top. Also ich habe das Gefühl, dass du einfach, nachdem du halt deine Full Clears hinter dir hast, der Troll. Nachdem du deine Full Clears hinter dir hattest du einfach wenig Plan, was du jetzt genau machen möchtest. So, du bist einfach in der Map umhergeschlendert und hast halt geguckt, dass du einfach Kills kriegst, was halt so semi gut geklappt hat. Und wie du das halt ausmerzen kannst, den Mistake, ist du followst mit der E, der Ezreal E, kann es sein, wenn du es richtig times.
Alter. Würdest du den dann nicht? Okay, du hast noch auf Seraph gewartet. Oh mein Gott, er tötet dich actually. Holy moly. Okay, krass. Genau, wie du es ausmerzen kannst mit dem Gameplan, ist einfach, dass du die halt immer, dass du immer einfach schaust, welches Objective das nächste ist, was abkommt, so. Und daher da halt hin und her pendelst, so. Das ist der erste Plan, der erste Schritt, einen Gameplan zu kriegen. So, wenn am Anfang spielst du für den ersten Drake, dann für Harold, dann wieder für Drake, dann wieder für Harold, dann wieder für Drake und dann wieder für Drake. Und das sollte, also das ist der erste Schritt überhaupt, einen super simplen Gameplan zu kriegen. Und der Schritt danach ist halt, dass du schaust, was deine Lanes brauchen. Das ist ein Bummer auf jeden Fall. Dass du schaust, was deine Lanes brauchen und dann halt das noch damit einberechnest, so. Aber in dem Game hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass du viel härter... Oh, da hättest du auf jeden Fall in die andere Ult... Der hätte ja mal töten können. In die andere Richtung ulten müssen. Ja, das, was ich mir in dem Game halt gewünscht hätte, dass du viel mehr gegen die Talia spielst direkt. Und einfach den Enemy Jungler komplett rausnimmst, weil das ist auf jeden Fall das, was du machen kannst. Und warum kaufst du dir hier Void Stuff? Ah ne, kaufst du nicht, okay. Hier ist Banshees, glaube ich, oder? Jetzt ruckelt's aber gut. Ja, genau das ist was, was du auch gut machen kannst. Hier einfach stehen bleiben und gucken, was passiert. Aber musst halt sehr aufpassen, aber das ist gut auf jeden Fall. Ist ja mal so frech von dem. Warte, egal. Na gut, das ist ein kleiner Bummer, ne? Ich denke, wenn du... Wenn du... Na, kein Plan, ob du da überleben kannst. Moin, Servus, Moin. Oh shit. Mein Coach-Stift ist leider runtergefallen. Ja, ich denke, ich habe die Punkte... Die wichtigen Punkte schon während des Games zusammengefasst. Deswegen brauche ich das jetzt hier am Ende nicht nochmal machen. Moin, Servus. Und ich denke, das Game hättest du carryen können. Auf jeden Fall.